Also ich hatte heute übrigens echt Pech mit meinem Hotelzimmer. Das ist so, das kennen Sie sicherlich, wenn man Hotel-Bingo spielt. Die Erfindung des Vorhangs ist an den Besitzern von jenem Hotel komplett spurlos vorbeigegangen, was an und für sich kein Weltuntergang wäre, aber in Kombination mit der Tatsache, dass die eine sehr helle Umgebung haben, inklusive einem beleuchteten Treppenhaus, welches direkt aufs Bett leuchtet. Also ich habe schon besser geschlafen, drücken wir es so aus. Soll mich aber nicht davon abhalten, mit großem Elan und nicht minder beeinträchtigem Spaß jetzt erstmal das Demo-Kino in Braunshorn möglichst perfekt abzustimmen, sodass Sie das dann genießen können, wenn Sie das dann mal selber anschauen. Ja, Auto, ich komme gleich. Und dann geht es weiter zum Abschlusstermin von dieser Kalibrierungstour. Aber das stelle ich Ihnen dann nachher vor. Jetzt geht es erstmal wieder rein. Ich glaube, ich hole die Rasur nach. Na, mal gucken. Und dann erstmal was frühstücken. Und los geht's. Also ein absoluter Selbstläufer ist das jetzt hier gerade leider auch nicht. Das wird heute auch wieder ein langer Tag, weil die Raumeinmessung, diese ARC-Einmessung, trotz aller Updates hier einfach nicht so richtig harmoniert mit Lautsprecher und Raum. Und man sieht es hier ganz schön. Ich mache natürlich immer eine Vorher-Nachher-Messung und gucke, was treibt eigentlich die Raumeinmessung. Und man sieht jetzt hier sehr schön, das stimmt hier nicht. Das ist jetzt alles neutral eingestellt. Das ist jetzt der, was man jetzt mal hier, Center Speaker ist das jetzt. Der läuft hier von 100 Hertz bis hier so 10 Kilohertz ordentlich. Das ist Absicht, das habe ich übrig gelassen. Das kommt vom Lautsprecher, kann ich aber auch wegfiltern mit ARC. Aber hier unten, da lauert noch ein Problem. Weil das dürfte nicht sein, dass der mir hier bei einer neutralen Einstellung, also der wird hier bei 100 Hertz getrennt. Und eigentlich sollte hier dieser Subwoofer-Part gerade weitergehen. Das heißt, wenn ich das hier so mache, der Subwoofer ist 5 Dezibel zu leise. Und auch der LFE-Kanal ist 5 Dezibel zu leise. Das heißt, ich muss jetzt hier das nochmal anheben. Es ist nichts Großes, aber das ärgert mich. Ich habe jetzt ewig gebraucht, nochmal ein bisschen Voicing betrieben. Und leider habe ich nicht direkt gleich gegen gemessen, sondern war halt einfach mal drauf fokussiert zu hören. Und dann klang es nicht so ganz. Jetzt kommt eine meiner Lieblingsdisziplinen. Beamer ummontieren. Klar, es muss sein, aber hier nervt es mich deswegen, weil eigentlich sollte der Beamer von dieser Position an das Bild bereits breit genug kriegen. So haben wir den Raum und die Leinwanden alles geplant. Und ich muss den jetzt hier nochmal ein bisschen mit Gewalt richtig hinten in die Absorber reinquetschen, weil dieses Exemplar einfach das Bild nicht groß genug kriegt. Und der war jetzt eh neulich wegen einem Fehler bei JVC und ich habe das reklamiert und dann hieß es dann, ja, innerhalb der Spezifikation, aber eben leider nicht. Wenn der die Spezifikation einhalten würde, dann würde er von dieser Stelle aus das Bild groß genug kriegen. Aber mein Gott, ich montiere es um. Ich habe nur absichtlich mal ein bisschen weiter vorne montiert, weil ich den nochmal einfach prüfen wollte und ich musste auch hinten nochmal ran für das Firmware-Update. Und da hätte ich mich jetzt geärgert. Na gut, ist aber alles kein Thema. Kriegen wir hin. Ja, jetzt habe ich mal hier mal weiter laufen lassen zum Testen. Beamer ist jetzt wunderbar ausgerichtet. Passt jetzt perfekt. Das hier soll übrigens Game of Thrones sein, wenn es nicht gerade durch die Beleuchtung hier unkenntlich gemacht ist. Das Problem, was ich jetzt habe, ich erkenne hier einen relativ deftigen Versatz von der Lippensynchronität. Da werde ich jetzt gleich auch nochmal eine Messung machen. Und ich bin mit dem Klang noch nicht ganz zufrieden. Da werden jetzt auch nochmal ein paar Messungen und Hörproben und Feinabstimmungen fällig sein. Und die Nadine wollte eigentlich gleich vorbeikommen, kurzfristig, obwohl Samstagmittag ist, damit ich ihr nochmal hier ein paar Steuerungsfeinheiten zeigen kann. Und schließlich führt ihnen die Nadine das Kino vor. Und vielleicht traut sie sich nachher auch vor die Kamera. Dann haben sie wenigstens auch mal hier ein bisschen einen Ausgleich und müssen nicht die ganze Zeit mit mir Vorlieb nehmen. Schauen wir mal. So, und das ist jetzt der Praxistest mit Nadine, die das Ganze hier vorführt, und unserem Heimkino-Nachwuchs. Naja, warte, ich muss erst meine neuen Fernbedienungen klarkommen. Ist ja wie bei dir die weiße Fernbedienung, oder? Ja, so ähnlich. Nur hat die einfach ein bisschen mehr Funktion. Aber was bei mir die Kunden immer wahnsinnig gern gucken, was ich angeguckt habe, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht sollte ich mir die Serie doch mal antun. Game of Thrones. Ja, und das ist so eine geile Szene. Wie du willst jetzt Game of Thrones vorspielen? Luca ist 11 und der Kleine noch keine 2. Da schießen die ja nur Schiffe ab. Aber also ich muss jetzt hier einfach mal abschalten an der Stelle.
ich habe jetzt hier mit dem Luca noch ein bisschen. Was haben wir jetzt getestet? Ich weiß nicht genau, wie schnell das geht. Also wie verzögert das kann. Ja, fast. Audio, Video, Delay. Genau. Und das Ergebnis lesen wir hier. Und zwar haben wir jetzt hier mit dem Beamer eine Videolatenz von 93 Millisekunden und eine Audiolatenz von 150. Und es sind 57 Millisekunden. Richtig, sehr gut. Mhm. Und wie viele Millisekunden sind eine ganze Sekunde? 1000. Ha, das ist Nachwuchsbildung hier. Klasse. Okay, also Situation ist die, ich krieg's jetzt nicht besser hin. Weil ich kann jetzt nicht den Beamer noch weiter verlangsamen und ich kann den Ton nicht weiter beschleunigen. Und das ist genau das Problem. Diese Lip-Sync-Funktion in dem AV-Receiver bringt im Normalfall gar nichts, weil ich kann ja den Ton bis Ultimo verzögern. Wenn der eh schon zu spät ist, bringt mir das nichts. Und die Auto-Lip-Sync-Funktion macht im Prinzip nichts anderes, denn die fragt bloß die Edit-Informationen ab, die dann einen Vorgabe-Delay-Wert eintragen. Bringt uns auch nicht weiter. Deswegen an der Stelle müssen wir leider mit 50 Millisekunden leben. Und wäre mir natürlich jetzt auch lieber, dass hier der AV-Verstärker schneller ist, aber sehen wir es realistisch, 100 bis 150 Millisekunden sind quasi nicht unüblich, sind quasi normal. Aber ja, das ist genauso hier normal wie wahrscheinlich in den meisten anderen Heimkinos, aber ich probiere immer, ob man es nicht noch irgendwo mal ein bisschen besser hinkriegt. Hängt auch mal davon ab, wie der Beamer reagiert. Das ist zum Beispiel jetzt ein 4K-Problem. Bei 2K habe ich nicht diese Lippensynchronität Problematik, weil 2K von der Verarbeitung nämlich hier bei dem Beamer auch länger dauert wie bei 4K. Das flutscht quasi einfach so durch. Selbst mit der Funktion, mir fällt gerade der Name nicht ein, wie es jetzt hier heißt, mit dieser Gaming-Funktion deaktiviert, genau Low Latency Off, braucht er hier genauso lang wie Low Latency On. Zumindest jetzt laut der Messung in der Konstellation hier. Na gut, Luca, wir sind fertig. Jetzt packen wir zusammen und dann bestellen wir die ersten Fußballschuhe. Alright. Ich verlasse jetzt die schöne Region Hunsrück. Kann man übrigens auch toll Urlaub machen. Gibt schöne Hotels dort. Nicht das, wo ich jetzt heute Morgen war. Bei Interesse einfach bei uns fragen. Gibt viele Burgen und die Lorelei und überhaupt das Mittelrheinbachtal ist so traumhaft schön. Ich glaube auch UNESCO-Weltkulturerbe. Und das hat jetzt gerade auch wirklich richtig Spaß gemacht, unser Demo-Kino wieder neu aufzusetzen. Auch wenn es jetzt länger gedauert hat, als ich das jetzt erhofft habe, obwohl es eigentlich nur ein Tausch vom AV-Receiver war und den Beamer wieder installieren, aber ich habe dann irgendwie gleich den Spleen bekommen, hier alles nochmal zu machen, quasi nochmal neu zu verkabeln und Beamer kalibrieren und Steuerung nochmal optimieren und alles mögliche updaten und nochmal durchtesten und dann Nadine zeigen und dann kam noch der Luca und das hat mir auch riesen Spaß gemacht, mit dem dann hier noch ein bisschen was zu messen. War cool, richtig. Und jetzt freue ich mich auf den nächsten Termin. Der ist in Kirkel. Lustiger Name, tolles Heimkino, besser gesagt Wohnzimmersystem. Das haben unsere Handwerker diese Woche frisch gebaut. Und das wartet auf Kalibrierung. Und da wollen wir den Kunden jetzt einfach möglichst schnell sein Kino zu neuen Höchstleistungen animieren. Ich melde mich, wenn ich da bin. Also ich muss sagen, die Leute, die Jungs da, die sind einfach spitze. Also die lassen nichts durchgehen. Oder? Einfach nichts durchgehen. Jedes kleine Detail wird nochmal gecheckt. Du findest nochmal überall mit dem Spachtel nochmal rumgegangen, geprüft, dass alles sitzt. Also das ist ein absoluter Wahnsinn. Ich bin jetzt gleich mal gespannt, wie gut hinten diese Schrankkonstruktion in der Praxis funktioniert. Ja. Kleines Fusselchen. Ja, ja. Also auch das haben sie hingekriegt. Also für das, dass es das erste Mal ist, dass sie das bauen, einfach Wahnsinn. Ja, Sonderanfertigung extra für dich. Ja, ich weiß. Ja, also wenn man das mit vorher vergleicht, die Front, das sieht doch richtig cool aus. Das ist der Hammer, ja. Also ja, und die Beleuchtung dezent, links, rechts. Das ist wirklich schön, ja. Und guck, da haben wir noch einen Griff hinzugebaut, damit ich das wirklich, das ist sonst nur reingefallen beim Bauen, damit das man, weil man muss ja sich gleichzeitig ziehen und ein bisschen drehen, damit es hier rauskommt. Und das funktioniert mit dem Griff einwandfrei. Ich moderiere es kurz mal für die Kamera. Mhm. Also wir haben ja hier einen Kamin. Und dahinter befindet sich ein Service-Schacht. Und da haben wir bei der Planung viele Stunden verbracht und rumüberlegt,
wie kann man jetzt gleichzeitig diese Stelle hier nutzen für einen Lautsprecher und trotzdem zugänglich machen? Und da haben wir hier so ein Expander-Modul genommen, welches dann einfach removable, also entfernbar ist. Und da, wo kam denn der Griff jetzt so kurzfristig her? Den haben wir auf Amazon bestellt. Okay, ja, der passt ja. Ja, der passt super. Also der ist gut matt schwarz, also der passt ideal da. Ist ja perfekt. Und hier haben wir dann, da sieht man jetzt nicht, dahinter versteckt sich, ganz leicht sieht man es hier, eine Universe 9 in der passiven Version. Die gibt es nämlich auch mit Frequenzweiche. Man muss ja nicht immer eine Storm Audio nehmen oder eine Trinov. Aber überhaupt mal hier das Deckensegel, sieht mega aus. Hinten mit dieser offenen Konstruktion. Und das absolute Highlight an diesem Heimkino, das ist hier hinten dieser Schrank. Und ja, man kann sich schon so ein bisschen denken, was der Schrank macht. Kannst du mich kurz filmen, wie ich das mal ausprobiere? Einfach so halten? Ja. Bin ich mal gespannt. Also die Griffe gefallen mir auch sehr gut. Mhm. Ich mach's mal ganz vorsichtig. Dann entfaltet sich hier das Heimkino. Auf einen Millimeter. Geil. Ja, und mit Service-Schacht. Mit Service-Schacht und mit unangelernten Leuchten. Die blinken noch um die Wette. Und mit Technik-Look für die Verkabelung. Sieht das jetzt gut aus, weil der Beamer sich abhebt, den du schon vorher hattest? Oder hätte ich dir einen schwarzen empfohlen? Wobei gut jetzt. Also wenn ein Upgrade kommt, dann wird er schwarz. Okay. Auf jeden Fall. Das war ja nur, weil es im Wohnzimmer war. Damals ohne dass er eingebaut war, dann war weiß halt dezenter, aber jetzt wäre schwarz logischerweise besser. Was ich jetzt noch ganz kurz erkläre, wir haben jetzt hier ein Auro 3D-System. Macht man ja nicht so wahnsinnig häufig. Hier haben wir es jetzt mal wieder gemacht. Hier oben ist eine Universe 2 drin und hier unten eine Universe 3. Und das Tolle ist, jetzt in der Position sind die exakt in der richtigen Anordnung, um maximales Auro 3D-Erlebnis zu bekommen. Und vorne haben wir das dann auch entsprechend im Deckensegel und in die Expander da zusammen integriert. Und als Technik, um da so den Einstieg zu machen, wo wir jetzt hier loslegen, einmal Marantz SR8015 und für die Frontlautsprecher haben wir dann hier noch eine Anthem genommen. Zusätzlich kommt da jetzt noch ein Power Conditioner rein und deswegen legen wir los. Es steht hier die Anthem gerade auf dem Kopf, weil beim Reintragen von einem zusätzlichen Tischchen ist jetzt hier dem Kunden aus Versehen ein bisschen Wasser reingetröpft. Wir lassen es jetzt mal auströpfeln. Nutzen wir die Zeit für was anderes. Und zwar checken wir jetzt mal hier Thema Stromqualität. Wir haben ja hier mal einen Power Conditioner. Ein Power Conditioner hat immer zwei Aufgaben. Einmal das Netz zu säubern von dem, was von außen kommt. Und dann intern die Geräte voneinander hinsichtlich der HF-Emissionen zu trennen. Und dieses Netzmessgerät zeigt uns jetzt in Promille an zwischen 0 und 999, wie belastet die Steckdose hier ist, an der das Ganze dranhängt. Und wenn er so rot anzeigt, ist er komplett auf Maximum. Also das war gut, dass wir hier einen installiert haben. Der Kunde hat von vornherein gesagt, geht klar, das machen wir. Ich stecke den mal ein. Jetzt muss ich nur mal kurz schauen, dass das auf dieser Phase her passt. Das zeigt der Power Conditioner an. Da muss ich kurz drehen, kleinen Moment. Jetzt machen wir denselben Test am Power Conditioner. Ich lege den mal hier drauf und schalte das gute Teil mal ein. So, und das ist der Unterschied, ja, von Max auf Null. Ich denke, das ist halt die Funktion von dem Power Conditioner und das macht er halt auch intern untereinander. Und hier unser Spezial Heimkino Power Conditioner hat einen Anschluss speziell für den Beamer und ist auch so aufgeteilt, auch der hinsichtlich der Filterintensität und der Gerätegruppen, dass er für Heimkino sehr gut funktioniert, ohne Dynamikverlust. Auch ein wichtiger Punkt bei der Kalibrierung von einem hochwertigen Heimkino ist das Ausphasen der Geräte, das elektrische Ausphasen. Und
Das mache ich jetzt hier gerade mit der Anthem. Und dann kriegt ihr hier so einen roten Boppel dran. Und dann läuft das. Na. So, jetzt sieht man hier, dass ich in dieser Stellung 91,7 Volt habe, die hier laufen. Jetzt drehe ich die Steckdose um. Und hier haben wir jetzt 35,6. Und daran sehe ich jetzt, wenn ich jetzt mit dem Phasenprüfer hier reingehe, wo ist jetzt sozusagen der heiße Draht, der untere. Und jetzt kommt ein roter Boppel unten dran. Und dann weiß ich künftig, egal, jetzt Power Conditioner hin oder her, wie ich das mache, dass hier immer die bessere Phase ist und damit minimiere ich Ausgleichsströme, die dann über Signalleitungen laufen. Das ist halt das Schöne hier bei Marantz und auch bei Denon. So userfreundlich kenne ich das von keinem anderen Hersteller. Wir hatten es jetzt ja demnächst von Anthem. Das ist einfach Generationen weiter und besser als das, was Anthem macht. Finde ich zumindest. Anscheinend geht es mit dem Install Wizard von Yamaha auch. Den hatte ich bisher noch nicht probiert. Holen wir dann aber auch bald nach. So, und hier machen wir dann Front High. Sind in dem Fall übrigens hier vorne drin. Und klar, das ist jetzt natürlich nicht perfekt. Nur wenn wir jetzt die Aurus hier reinsetzen, dann geht das nicht wegen dem Deckensegel und der Winkel wäre zu klein. Und das entspricht auch noch, wenn auch knapp, den Empfehlungen vom Wilfried für eine gute Auro 3D-Konfiguration. Wenn es dann zu nah wird und dann einfach das Verhältnis aus Direkt- und Diffusschall zwischen beiden Lautsprechern zu sehr differiert, dann wird es kritisch, aber dieses Maß haben wir hier nicht. So, also jetzt genug gelabert, Front High und hinten machen wir dann Rear Height. So, und hier sieht man schon, dass die Grafik eigentlich falsch ist, weil diese Lautsprecher hier und die müssen übereinander stehen. Das wird halt hier falsch angezeigt. Ich hoffe, dass das deswegen kein Kunde falsch macht. Hier haben wir es auch so gemacht. Aber ich will jetzt nicht so stark hier rumkritisieren, denn wir haben es bei der Front ja umgekehrt. Die Front wird hier richtig angezeigt und wir haben es hier so eingebaut. Also man muss halt wissen, was man macht und sich jetzt nicht einfach nur auf Hörensagen oder irgendwelche Illustrationen verlassen. Ist immer abhängig vom Raum, von den Lautsprechern, von der Akustik. Einfach vom Konzept. Subwoofer haben wir, jawohl. In dem Fall übrigens, das ist gut, dass das Gerät es ja anspricht, zwei Stück. Allerdings, das wird man häufig gefragt, nur weil ich jetzt hier hinten zwei Subwoofer habe, muss ich nicht auch hier zwei einstellen, weil die laufen zusammen auf die B&W SA1000 Endstufe. Die haben wir hier oben irgendwo drin. Die wird dann über Remote gesteuert, beziehungsweise die kriegt einfach die Daten. Und da hinter der Leinwand sitzen dann zwei CTSW15. So, deswegen ein Subwoofer. Der ist schon drin. Und wie schon erwähnt, wir nutzen hier da drüben die Anthem für die Frontkanäle. Da brauche ich jetzt hier aber nichts konfigurieren, weil ich kann zwar bei dem SR8015 diese schöne Funktion nutzen mit abschaltbaren Endstufen, aber immer nur alle oder keine. Also jetzt könnte ich jetzt, wenn das hier ein X8500 HA wäre oder die H-Version, dann könnte man das jetzt auch selektiv machen. Aber in dem Fall begnügen wir uns jetzt damit, was auch nicht schlimm ist, denn der Marantz ist preis-leistungstechnisch meiner Meinung nach auch von der Klangabstimmung das unterm Strich bessere Gerät, sage ich jetzt mal so, wenn man nicht unbedingt 13 Endstufen braucht und der klingt einfach auch ein bisschen natürlich und harmonischer. Komm. Katze müssen wir jetzt mal verscheuchen, dass die hier uns nicht beim Kalibrieren behindert. So lang erkläre ich mal ganz kurz, was wir hier für eine Config haben. Nämlich, ich rausche es gerade durch, das war zugegebenermaßen jetzt gerade auch ein kleiner Kampf. Ich habe erst die Eingängigkeit des Menüs gelobt, aber man musste dann doch noch in einem Untermenü was umstellen. Wir haben hier mehr Deckenlautsprecher als Hauptlautsprecher. Nämlich sieht man hier auf der Grafik schön. 5 Lautsprecher auf dem Ground Layer, dann die 4 Atmos, die 4 Auro Lautsprecher auf den Außenpositionen und dann haben wir noch 2 Atmos Lautsprecher
über dem Sitzplatz, weil wir einfach sagen, wenn, dann lieber 6 statt 4. Ja, und jetzt rauschen wir es durch. Das klappt mit der Vorstufe super. Wie gesagt, Frontendstufe ist gerade weg. Alle Kanäle sind da. Das hatten wir auch schon bei dem anderen Kino, das einfach schön ist, wenn alles richtig an seinem Fleck steht und ordentlich rauscht. Jetzt können wir weitermachen. Also, alle Geräte da, Bild ist da, Netzwerk beim Projektor will noch nicht so ganz. Hier hat der Kunde noch von dem vorherigen Heimkino einen 570er. Ne, das ist ein 360er, okay. Die Lampe muss man auf 0 setzen, weil das eine neue Lampe ist. Okay. Dann setzen wir hier noch die Lampe wieder zurück. Lampenwechsel nun beendet. Und dann 0 Stunden. Super. So, also wir haben hier nur zwei Quellen dran. Einmal den Blu-ray-Player, der läuft. Der Beamer hat jetzt eine neue Lampe bekommen. Den Beamer hatte der Kunde schon vom vorherigen Heimkino, was wir mal vor ein paar Jahren installiert haben. Das haben wir jetzt umgebaut. Jetzt gucken wir mal hier. Ich moderiere jetzt mal die Klangeinstellung auch wieder hier nachträglich von meinem PC aus, während ich das Video schneide. Denn ich lasse mal kurz für ein paar Sekunden laufen, was da passiert ist. Dafür, dass wir eine asymmetrische Raumnutzung haben, ist das hier ja, spielt sich das ab, dass im Unterdruckbereich abgenommen. Ja, ist mir aus hinterher aufgefallen, eigentlich logisch, wenn ich gleichzeitig von meinem Notebook aus die Session aufzeichne, aber als Audioaufnahmegerät das Mikrofon definiert habe, welches 10 Meter, 5 Meter neben mir im Heimkino steht, dann funktioniert das halt nicht sonderlich gut. Aber ist jetzt nicht so schlimm, dann kommentiere ich es jetzt einfach hier retroperspektivisch und werde jetzt gerade nochmal hier für mich die Timeline durchschauen und Ihnen so ein bisschen was dazu sagen, um was es hier eigentlich geht. Was Sie jetzt hier sehen, ist der erste Schritt, dass ich einfach mal gucke, wo hole ich das System ab. Das heißt, ich stelle das Mikrofon möglichst am Sweet Spot auf, mache einmal einen Sweep, ein Sweep am Sweet Spot, was für ein Zungenbrecher, und stelle jetzt hier fest, dass wir aufgrund der vorliegenden Raumakustik eine gute Klangsymmetrie im Mittelhochtonbereich haben. Das merkt man dann hier an der Homogenität zwischen Front Left, Front Right. Unserer Philosophie nach lebt Heimkino von einer guten Harmonie zwischen den Lautsprechern und die Kohärenz, die Magie des Heimkinos entfaltet. Und deswegen probieren wir immer, den Raum möglichst symmetrisch zu nutzen und auch akustische Eigenschaften des Raumes durch gezielte Eingriffe auch zu symmetrieren. Das Problem ist jetzt nur, der Raum selber ist asymmetrisch, was man hier sehr schön sieht. Jetzt haben wir hier zum Beispiel den Center Speaker in Orange in der Mitte des Raumes, der komplett unterhalb von 500 Hertz anders mit dem Raum umgeht als Front Left, Front Right, die wiederum auch nicht komplett gleich sind. Das hat man vorhin gesehen, weil der eine steht an der richtigen Wand, die allerdings, weil es ein Fertighaus ist, aus Holz besteht und ein bisschen mitschwingt, das andere steht an einem gemauerten Kamin. So, jetzt geht es hier als nächstes darum zu gucken, wo hole ich die Subwoofer ab, und das ist jetzt ein typisches Phänomen, wenn man mit der SA-1000 arbeitet, dass die relativ früh vom Frequenzgang abfällt. Und eigentlich sollte man den LFE-Kanal so bis 130, 150 Hertz mitlaufen lassen können, um im Übergabebereich mit den Satelliten eben da nichts zu verlieren. Ich gehe jetzt her zusammen mit dem Kunden und probiere die Schalterstellungen und EQ-Settings der SA-1000 aus, in den verschiedenen Settings, um einfach mal zu gucken, zusammen mit Übernahmefrequenzen, die man dort einstellen kann, und auch den Settings in der Marantz 8015. Wo kriegt man denn von Anfang an mal die beste Grundkonstellation hin, bevor ich dann Odyssey drüber bügeln lasse? Weil das gilt generell, unabhängig davon, welche Elektronik Sie verwenden, man sollte erstmal grob vorarbeiten, ohne dass nachher extrem große Anpassungen notwendig sind. Und hier geht es dann auch darum, das habe ich ebenfalls in dem Zug gemacht, einfach mal zu prüfen, läuft denn der Subwoofer auch wirklich oder laufen beide Subwoofer in Phase? Nicht, dass die sich gegenseitig auslöschen. Das hatte ich einmal beim Kunden, der sich selber ein Kino gebaut hat, mit einem Array, war super stolz, kam aber kein Bass raus. Ja, warum? Weil die
Hälfte der Lautsprecher invertiert lief und haben sie dann gegenseitig die Luft praktisch weggezogen. Das war hier natürlich jetzt nicht, was heißt natürlich, passiert auch unseren Handwerkern mal, dass man Plus Minus vertauscht. Das ist wieder ein anderes Thema, wenn dann die Kabelhersteller so schlecht zu identifizierende Adern haben und dann halt ein Monteur beim Reinstecken des Kabels in den Subwoofer Plus Minus verwechselt oder beim Bananenstecker konfektionieren. Deswegen prüfe ich das grundsätzlich immer durch. Das sehen wir dann auch, wenn ich jetzt hier ein bisschen vorspule im weiteren Verlauf. Jetzt muss ich mal kurz gucken hier. Wie ich dann hier wirklich von jedem Lautsprecher nochmal mit Hilfe der Step Response auch wirklich gucke, ob die von der Polarität korrekt sind. Natürlich prüft das nachher auch nochmal die Odyssey-Einmessung. Nur hilft es mir immer, wenn ich vorher schon mal weiß, wo sind wir. Und da war ein Fehler drin, wie man kurz gesehen hat. Und dann wird der dementsprechend umgesteckt. Wo ich auch ein bisschen verwöhnt bin von High-End-Vorstufen, da kann man das softwareseitig machen. Aber es ist natürlich ordentlicher, wenn man dann am Gerät die Kabel umsteckt. Genau, also das haben wir dann hier mit einer Ausnahme dann soweit von vornherein auch richtig benutzen können. Dann lief Odyssey durch und ja, ich möchte jetzt an der Stelle gar kein Odyssey-Bashing machen, denn ehrlich gesagt, Yamahas IPAO ist aus meiner Sicht nicht wirklich besser und Odyssey hat den Vorteil, dass es ziemlich einfach zu bedienen ist und niemanden vor große Erfahrung stellt und in den meisten Fällen besser ist als gar keine Raumeinmessung. Und für den Anspruch eines Einsteigers ist das System für mich soweit auch akzeptabel. Ich finde halt nur nicht, dass es in einem 3.300-Euro-Gerät wirklich adäquat ist. Aber gucken wir mal, was sich da in Zukunft entwickelt. Hier zum Beispiel, Odyssey hat jetzt gar nicht mal so viel falsch gemacht im Mittelhochtonbereich, wie man hier sieht. Aber er hat unsere Lautsprecher, das sind diese Universe 9, einfach als full erkannt, obwohl die weder dafür konzeptioniert sind, noch dass es der Frequenzgang wirklich hergegeben hat. Können Sie sich vorhin nochmal anschauen. Und dann kommt eben sowas raus wie hier. Und ehrlich gesagt ist das eine Tendenz, die ich häufig bei Odyssey sehe, dass es eher ein bisschen bassarm, bassschwach klingt, weil Odyssey dazu neigt, Lautsprecher schnell zu groß laufen zu lassen und untenrum zu sehr abzurunden. Deswegen prüfe ich immer geben mit den Einstellungen, und messe nochmal, was kommt hinter Odyssey raus. Und zum Glück kann man ja dann auch mit existierender Odyssey-Einstellung noch die Bassübergabefrequenzen definieren und dann halt gucken, dass man das Beste draus macht. Und genau das ist halt immer so ein bisschen ein Wabonk-Spiel. Jetzt haben wir hier zum Beispiel eine kleine Auslöschung hier im Bereich, ich glaube, das sind 50, 60 Hertz, dass man da steht, man hat ihnen ein tolles Kino gebaut und ich sehe genau, da würde ich jetzt gerne einen Filter setzen, um irgendwo eine Resonanz, die sich noch ein bisschen aufbaut, rauszunehmen. Und ich komme nicht ran mit den Denon- und Marantz-Geräten, weil es keinen parametrischen Equalizer für den Subwoofer-Kanal gibt und muss Odyssey vertrauen. Und wenn Odyssey halt eben nicht bei der Einmessung das macht, was eigentlich richtig ist aus meiner Sicht, dann steht man da und hat dann die Wahl zwischen zwei verschiedenen Kompromissen. Ähnlich war es auch hier, wo ich dann allerdings zum Schluss zu dem Resümee gekommen bin, dass es in der Summe halbwegs brauchbar sein sollte und bin dann mit dieser Einstellung in das Probehören gegangen. Und der ist die Sprache auch. Unterschied zu vorher? Ja, riesig, ja. Auch gegen den U3 aus, die waren ja gut, aber das ist nochmal, wow. Die haben nochmal mehr Druck und ist jetzt ja auch soweit stimmig abgemischt. Also, klasse. Oh, gut. Also wie gesagt, okay, das eine da, wo das von allen Seiten, du hast gleichzeitig zwar nicht direkt, also lokalisiert schon innen, also aber es war trotzdem gesamthaft räumlich, weißt du? Mhm. Nicht nur individuell, so einmal ein bisschen da, ein bisschen da, gesamthaft räumlich, wie so eine Glocke. Also gerade mit diesem Vogel am Anfang, und der Bass, glaube ich, war auch gut. Also ich habe noch nie so gespürt, auf jeden Fall, der war druckvoll. Also von der Klangfärbung muss ich sagen, war ich auch recht angetan. Ich habe jetzt kurz reingehört, aber ich kenne den Track in- und auswendig. Mhm. Also sagen wir es mal so, es hat mir alles recht gut bis sehr gut gefallen. Allerdings gab es... So, und an der Stelle hake ich mich jetzt mal ganz kurz von meinem PC aus ein, denn da hat leider mein iPhone-Speicher dem weiteren Aufzeichnen ein Ende gesetzt und alles, was Sie jetzt danach sehen, habe ich von meinem privaten Handy dann gemacht und es kurz aus dem Auto geholt. Aber mir ist es wichtig, Ihnen wissen zu lassen, dass ich an der Stelle auch nicht zufrieden mit dem Klang war in bestimmten Aspekten. Und
Ich werde über das Thema auch nochmal bei Gelegenheit eine Plauderstunde machen, über das Thema Grenzen eines Wohnheimkinos, Wohnraumsystems. Wo ist die Grenze zwischen Heimkino, Wohnzimmer? Wie viel lohnt es sich auszugeben? Das ist echt ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Und ganz ehrlich, ich möchte nicht meine Hand ins Feuer legen, dass wir in 2 oder 3 Jahren überhaupt noch Wohnraumheimkinos machen, sowohl auf Projektebene als auch für Tooltime, weil der wirklich konsequente Weg ist, immer ein Heimkino in einem dedizierten Raum einzurichten. Denn genau hier in diesem Projekt gab es wahnsinnig viele Themen, die sehr herausfordernd waren. Ich habe auch mittlerweile schon, es ist jetzt heute der 27.11. und das Video, was Sie sehen, war von Anfang November. Also in der Zwischenzeit waren wir beim Kunden, haben alles geregelt, aber da werde ich nochmal in der Auflösungsfolge eingehen, wo Sie alle on the road Besuche, die irgendwie eine Nacharbeit erfordert haben oder wo es was Interessantes zu sagen gibt, nochmal von mir aufgearbeitet bekommen. Aber zurück jetzt hier zu diesem Video. Es ist so, ich habe dort dem Kunden ganz klar gesagt, dass die Inbalance des Raumes mich stört. Das heißt, wenn ich auf dem Sitzplatz Platz nehme, da merke ich, soweit wie das Kino betrifft, Tonalität der Lautsprecher hat für mich gepasst. Auch die Basspräzision, die war überraschend gut, was an der Art und Weise des Hauses lag, weil einfach die Wände relativ viel Bass durchgelassen oder vielleicht sogar selber absorbiert haben durch kleine Schwingungen. Da hat man nicht so das Thema mit stehenden Wellen oder extremen Resonanzen. Check, das hat gut gepasst. Auch die generelle Räumlichkeit der Lautsprecher inklusive dem Auromatik bzw. Auro-3D-Effekt ebenfalls check. Verhältnis, Bildgröße zu Sitzabstand und Bildhöhe, check, alles super. Aber was hier wirklich nicht gut funktioniert hat, und das habe ich mit Ansage schon vor dem Kunden gesagt, wenn wir in einem Raum einen Bereich fürs Heimkino wahnsinnig optimieren mit Akustikmaterial etc. und haben daneben einen verbundenen Bereich, hier in dem Fall mit Küche und Esszimmer. Ich blende Ihnen mal hier einen kurzen Ausschnitt rein aus dem später erscheinenden reinen Heimkino-Präsentationsvideo. Da merkt man die Inbalance einfach. Dann hockt man im Heimkino und man merkt, dass da drüben in der Küche alles hallig ist, was für mich ein absolutes No-Go ist. Und wir haben mit dem Kunden vorher probiert zu eruieren, ob wir da irgendwo einen Akustikvorhang dazwischen als Trenner einbauen. Wir haben sogar gewollt, dass er dort eine Glaswand einzieht. Das alles war nicht gewollt. Und das war eine Riesendiskussion mit dem Kunden. Und das haben wir häufig mit Wohnräumen, dass wir sagen, ja, wir machen es dir wesentlich besser, lieber Kunde, aber es ist noch nicht perfekt. Und dann kriegen die Kunden von uns ein Heimkino und hören sich dann selber an dem Punkt hin, wo sie sagen, Mensch, das ist alles so toll, jetzt fehlt mir aber dieser eine Punkt, dass ich nicht immer abgelenkt werde. Und was ist jetzt der Fall? Der Kunde hat den Wunsch, dass wir in irgendeiner Form ihm jetzt helfen, das irgendwo zu beheben, dass das Esszimmer mit dem Küchenbereich jetzt dann noch akustisch mit in Erscheinung tritt. Und das ist jetzt gar nicht mal so einfach nachträglich, wenn wir schon ein Konzept gemacht haben mit Absegnung des Kunden, wo das eben kein Bestandteil war. Und man kann nicht einfach so einen Vorhang einziehen, wenn der Kunde Reklamentierung hat, hier ist der Kamin, hier ist der Serviceschacht, da können wir nicht parken, weil da muss ich zum Carport, hier muss das Fenster zu, wegen Veranda. Ist ein super Kunde, das geht jetzt gar nicht gegen ihn, sondern es ist wahnsinnig kompliziert, einen Wohnraum richtig gut hinzukriegen. Wir gehen bis zu dem Punkt, den Sie uns vorgeben hinsichtlich Ihrer Alltagskompatibilität, / Woman Acceptance Factor und auch natürlich auch vom Budget. Und wir machen nur Sachen, hinter denen wir gesamtleitig stehen, die rund sind. Das ist hier der Fall, aber es ist mir persönlich einfach noch nicht rund genug. Außerdem hatten wir leider noch ein hausgemachtes Problem, dass nämlich irgendwas mit der Leinwandkonstruktion in dem Fall nicht funktioniert hat, wo die Subwoofer sehr eng am Tuch sind und es hat einfach geflattert. Wenn dann am Anfang bei Passengers die Evelyn reinfliegt, da haben sich die Tücher berührt. Wir haben das mittlerweile schon wieder geregelt, aber das habe ich dem Kunden in dem Fall dann auch noch kommuniziert. Draußen herrscht tiefschwarze Nacht und auch im Heimkino ist jetzt ja mittlerweile Dunkelheit eingekehrt, weil ich jetzt an der Stelle hier für heute aufhöre. Klanglich ist das Ganze sehr gut geworden. Da musste ich jetzt gar nicht mehr groß mit Odyssey rumkämpfen. Funktioniert vom Bass, von der Tonalität besser, als ich es aufgrund von der Messung gedacht hätte, weil die sehr linear aussieht, aber es hört sich in der Praxis hier dann einfach sehr gut an. Wir haben jetzt noch hauptsächlich ein Problem hier mit dem Thema Bild, deswegen mache ich jetzt auch keine Bildkalibrierung, denn wir haben in dem hinteren Segment zwar schon natürlich an das Thema Lüftung gedacht, also keine Sorge, so mutig sind wir dann auch nicht, dass wir uns da hier keine Gedanken machen. Also oben sind Lüftungslöcher drin und unten ist ein kompletter Schacht, wo der Beamer eigentlich die Luft anzieht. Nur in der Praxis
geht das hier nicht ganz auf. Wir haben einen Hitzeflimmern im Bild und wir haben die Situation, dass der Beamer anfängt, Artefakte zu machen und es wird einfach zu laut. Und vor dem Hintergrund, auch wenn wir hier bei der Black-Backing-Befestigung nochmal was verbessern wollen, machen wir kurzfristig nochmal einen Servicetermin, nachdem wir uns in Ruhe überlegt haben, wie wir das Thema mit dem Beamer am besten umbauen. Und dann wird es auch höchstwahrscheinlich die Möglichkeit geben, dass ich ihn wieder in alter Frische und dann sogar rasiert hier das Kino hier mal richtig vorstellen, denn das hat es verdient, denn da steckt verdammt viel Potenzial drin, auch wenn es heute noch nicht in allen Bereichen zu 100% hier entfesselt werden konnte. Gut, aber trotzdem ist der Kunde sehr zufrieden mit dem Klang und wir kriegen auch das mit dem Bild kurzfristig hin. Alright, so viel mal von mir hier an der Stelle. So, das war Termin Nummer 10, 12. Oh, ich habe es gar nicht gerechnet, wie viele Kunden waren wir denn? Auf jeden Fall waren es viele. Und war eine sehr intensive Woche, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt erstmal platt. Und das lag nicht nur an dem Döner, den wir uns gerade noch bestellt haben. Der liegt mir hier so ein bisschen rum. Aber hauptsächlich der Hitze, die wir da im Wohnzimmer hatten. Klimaanlage musste man ausschalten wegen der Kalibrierung und dann hat der Beamer so hoch geföhnt, dass der Raum so eher so eine kleine Sauna wurde. Also das ärgert mich natürlich auf der einen Seite, dass wir da noch nicht an den Punkt gekommen sind, wo es al dente ist, wo das Kino komplett überall eingerastet ist, aber gleichzeitig, ohne dass wir die Limits ausloten und auch gefordert werden, für sowas Lösungen zu finden, würde es nicht so ein Kino geben wie hier. Da wird man immer nur Standardkinos bauen und man wächst an Herausforderungen. Das ist technisch wie menschlich überall dasselbe. Und deswegen nehme ich das mit. Wir nehmen die Situation an. Wir werden da eine coole Lösung finden. Und Sie werden es dann auch sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt als On the Road mache oder als separate Kinovorstellung. Auf jeden Fall wird Ihnen das Kino sicherlich nochmal begegnen, wenn wir es dann in Kürze dann auch diesbezüglich perfektioniert haben. So, und ich fahre jetzt los. Das sind noch 191 Kilometer. Und wenn mir danach ist, melde ich mich dann nochmal morgen früh in alter Frische mit einer kleinen Abmoderation, falls mir da irgendwas einfällt. Aber jetzt chill ich erst mal ein bisschen und fahre jetzt mal die knapp 2 Stunden ganz gedankenleer und ohne den Fokus auf den nächsten Termin nach Hause. Ich melde mich hiermit erstmal ab. Und mit frischer Energie wieder zu Hause, Sonntagmorgens. Das ist eine perfekte, wie nennt man das, Anfangsschlussbindung. Ja, jetzt hier den Yamaha auspacken. Freue ich mich schon drauf. Der wird jetzt fotografiert, getestet, durchgemessen. Ich habe schon heute Morgen noch ein paar Kundenmails beantwortet, die meine Assistentin am Samstagnachmittag noch hat im Postfach schlummern lassen. Mir ist immer wichtig, dass man da möglichst schnell antworten, und mich ärgert es immer, wenn es manchmal einen Tag liegt. Ja, jetzt hier erstmal alles schön wieder versorgen, verpacken. Und ja, mir hat es riesen Spaß gemacht. Es ist ultra anstrengend und ich merke halt einfach auch, dass ich es einfach nicht mehr gewohnt bin. Ich war jetzt über ein Jahr lang nicht mehr so intensive Servicetouren machen. Nein, da brauche ich 2 Hände für. Den Yamaha kriege ich so jetzt nicht rein. Letztes Jahr, also 2020, bin ich zwar auch natürlich zu Kunden gefahren, aber jetzt hier die ganzen Hotelrechnungen einsammeln. Man muss jetzt auch noch hier Buchhaltung machen, alle Rechnungen einscannen. Wir sind da komplett digitalisiert unterwegs, aber das ist auch so ein Thema mit Hotels. Da hat jedes Hotel eine andere Art und Weise. Oh, hier liegt immer noch Zeug rum. Jedes Hotel hat eine andere Art und Weise, mit Rechnungen und Buchen umzugehen. Das ist immer so toll, man bucht das über irgendein Buchungsportal und da muss man erst nochmal vor Ort Adresse auswählen, so richtig oldschool. Also da ist die Digitalisierung definitiv noch sehr in den Kinderschuhen. Aber wird ja alles besser. Was wollte ich Ihnen jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Ja, was ich sagen wollte, ich war es jetzt ein Jahr lang nicht mehr gewohnt, so eine Woche ganz intensiv zu Kunden zu fahren. Und natürlich, ich war jetzt gerade letzte Woche oder im letzten Monat war ich mehrmals im Ruhrgebiet bei unseren Kunden unterwegs und da habe ich halt immer noch mal neben den Heimkinos, die wir dort gebaut haben, jeweils noch vielleicht so 1-2 kleine Servicetermine drangehängt. Und ich mache jetzt auch nicht bei jedem Servicetermin hier ein On-the-Road-Video. Das wäre dann irgendwann langweilig, repetitiv und
manchmal, ja, habe ich auch einfach keine Lust, muss ich sagen. Also Lust aufs Video, Lust auf den Kunden eigentlich immer. Nicht nur eigentlich, das ist immer toll mit den Kunden. Und ja, so viel dazu. Ich bin jetzt auch gerade schon dabei. Heute haben wir schon, obwohl Sonntag ist, die ersten internen Besprechungen, wie wir das Problem bei dem Kunden von gestern Abend noch perfektionieren können mit dem Projektor. Wahrscheinlich machen wir eine Kombination aus anderer Projektor. Das war eh ein relativ alter, ausgelutschter VW 360, den der Kunde schon hatte. Und grundsätzlich ist der ja gut. Aber ich stelle halt auch fest, dass die Sony Beamer wesentlich anspruchsvoller sind, was die thermische Belastung betrifft. Sprich, die werden wesentlich heißer und hitzen dann oder lüften dann auch schneller hoch. Und das werden wir dann wahrscheinlich durch ein Upgrade gegen den JVC N5 ändern. Der ist da einfach wesentlich entspannter unterwegs, interessanterweise. Der Kunde hat natürlich auch mich gefragt, ob er nicht gleich einen neuen nehmen soll, also von dieser Laser-Familie. Aber nachdem ich da so viele Themen hatte mit den Sony-Beamern, bin ich da momentan einfach erstmal vorsichtig, was das große Versprechen von irgendwelchen Langzeitqualitäten der JVC-Beamer betrifft. Aber da mache ich jetzt auch vielleicht sogar schon heute noch mal ein separates Video zu dem Thema. Also meine Analyse der kurzen Produktankündigung und gebe so meine Gedanken wieder. Und ich habe da auch schon ein paar zusätzliche Infos von JVC bekommen. Ja, es macht riesen Spaß mit Ihnen. Auch Sie auf YouTube. Selbst wenn ich jetzt vielleicht nicht bei Ihnen zu Hause war. Aber das ist einfach so toll, dass wir so viele tolle Kunden haben, die das letztendlich auch anschauen, was ich hier mache, dass ich mitkriege, dass sie sich regelrecht darauf freuen. Oh, hier ist auch noch dunkel. Dass sie sich wirklich darauf freuen, wenn ich Videos veröffentliche hier, wenn ich unterwegs bin und dann halt viele Heimkinos supporte, wo jeder vielleicht, nicht unbedingt jeder, aber wo ich häufig mitkriege, dass der ein oder andere vielleicht da noch irgendwo was Wertvolles für ihn mit aufschnappt. Das würde mich total freuen, wenn ich auch Sie für Ihr Heimkino da ein bisschen weiterbringen konnte. Und wir sehen uns wieder hier, selber Kanal. Wie heißt es? Selbe Stelle, selbe Welle. Wobei, apropos selbe Stelle, Sie können natürlich auch bei uns bei Facebook mal reinschauen, sofern Sie es noch sich sind. Da gibt es dann hin und wieder auch mal exklusive Snippets, so nach dem Motto, wie heißt es, Sneak Peek, so wenn ich auch mal andere Servicetouren mache, so ganz klein, mal eben kurz hier aus dem Handgelenk raus, 2-3 Minuten Vorstellung, weil das, was wir hier auf YouTube vorstellen, ist natürlich nur von den Heimkinos 20% bis ein Drittel von dem, was ich jetzt als Video dann auch veröffentliche, was wir bauen, weil, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht jedes Kino da groß vorstellen, es soll schon immer irgendwo einen bestimmten Aufhänger geben, wo ich was Neues zeigen kann. Ich möchte nicht immer exakt das Identische nochmal hier aufrollen, was sich halt bei uns dann bewährt hat, technisch, akustisch und ja. Alrighty, ich melde mich ab für diese Servicewoche und wir sehen uns in Kürze wieder. Tschüss und danke fürs Reinklicken.